Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich eine kleine Videoserie starten. Ich weiß nicht genau, ob es ein, zwei oder vielleicht sogar drei Videos werden. Und zwar geht es heute und in den kommenden Videos, beziehungsweise in den kommenden Videos zu diesem Thema, ich weiß nicht, ob ich sie alle hintereinander filme, beziehungsweise uploade, das muss ich dann schauen, geht es um USB-Buttonboxes. Und ich denke, der ein oder andere kennt das. Man ist am Spielen und es gehen einem einfach entweder auf dem Controller, am Lenkrad oder sonst wo die Knöpfe aus. Natürlich, klar, das Keyboard, es ist groß, man kann alle möglichen Knöpfe umkonfigurieren, ist aber je nach Situation gegebenenfalls nicht ganz so einfach in Sachen Ergonomie, beziehungsweise je nachdem, welches Spiel ihr spielt, seid ihr vielleicht weit von der Tastatur weg oder habt sie eben nicht griffbereit. Das bedeutet, so eine Buttonbox ist auf jeden Fall immer eine Option. Es gibt fertige Buttonboxes von verschiedenen Herstellern. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich eine Buttonbox ganz einfach selber zu erstellen. Und mit ganz einfach meine ich tatsächlich ganz einfach. Es ist jetzt kein Videotutorial oder soll keine Serie werden, wo ich euch irgendwelche Boards zeige, wo ihr APIs verwenden müsst, die Boards konfigurieren, die Boards programmieren. Diesen ganzen Quatsch, ich habe mir das auch angeguckt, also was heißt Quatsch, ich finde, klar, ist legitim, wenn man das machen möchte, aber ich finde es totaler Overkill für eine ganz einfache Anforderung, denn in meinem Fall möchte ich eine Buttonbox für das Simracing haben und was brauche ich da? Ich brauche Druckknöpfe und ich brauche Rotationsknöpfe, also sprich Knöpfe, bei denen ich eben endlos in eine oder andere Richtung drehen kann, um zum Beispiel mein ABS zu verstellen, meine Brake Balance zu verstellen, je nachdem, was ich eben möchte. Und dafür den Aufwand zu betreiben, eben ein frei programmierbares Board sich zu kaufen, dann eben auch noch sich einzuarbeiten, wie muss ich das programmieren, finde ich persönlich Overkill. Deswegen habe ich mich für eine, denke ich, sehr einfache Variante entschieden. Ich habe allerdings noch nicht wirklich Videos dazu gefunden. Es gibt solche Arcade-Boxes oder DIY-Arcade-Button-Box-Sets. Das bedeutet, ihr habt also hier so ein Circuitboard. Ihr seht, ihr habt hier verschiedene Anschlüsse, ihr habt auch extra Stromquellen und einen USB-Anschluss. Das Tolle an diesen Sets ist, das Board ist bereits vorkonfiguriert. Das bedeutet, das Board weiß bereits, auf welchem Anschluss welcher Druckknopf angeschlossen wird oder welcher Knopf überhaupt wohin kommt. Und das Doofe ist allerdings, dass diese Druckknöpfe, die in so einem Set dabei sind, ich habe hier schon mal einen ausgepackt, die sind relativ billig von der Verarbeitungsqualität, weil das hier eben darum geht, so ein Arcade-Knopfsystem zu emulieren. Wenn ihr da jetzt mal hört vom Klickgeräusch, ich nehme es ein bisschen ans Mikrofon. Also es ist ein ganz schwammiger Druckpunkt, total eklig. Schön ist, die sind auch beleuchtet, aber wie gesagt, eklig, schwammig, das will ja keiner haben. Dann ist hier noch so ein Joystick dabei, ein Riesenteil. Das schwerste und größte an dem ganzen Set überhaupt. Ihr habt hier also einen frei bewegbaren Knopf. Viele kennen diese Bewegung vielleicht noch. Alle diejenigen, die irgendwann mal Olympics gespielt haben auf dem Super Nintendo. Das war so die klassische Bewegung, die man da immer machen musste, um voranzukommen. Und was ich jetzt gemacht habe, das sind keine Knöpfe, die ich verwenden will. Den Joystick brauche ich auch nicht. Ich will ja, wie gesagt, ein Buttonboard, was dann nachher für Simracing funktioniert. Sprich, ich bin hergegangen und habe mir angeschaut, welche Pins sind hier vorhanden und wie kann ich das gegebenenfalls ja, für mich adaptieren, dass ich dort auch andere Knöpfe anschließen kann. Andere Knöpfe, ich habe hier schon mal einen kleinen Prototyp vorbereitet, ein erstes Layout, wie viele Knöpfe ich auf meinem Buttonboard unterbringen werde. Ich habe also nachher später 6 solcher Druckknöpfe. Man hört, der Druckpunkt ist sehr, sehr gut, auch beleuchtet. Schönes Feedback. Und 2 Rotationsswitche, die also endlos rotieren, die man in ja, links und rechts bewegen kann. Und diese Knöpfe werde ich jetzt eben hier hinten entsprechend so verkabeln, dass sie mit diesem Standard-Arcade-Board funktionieren. Das Tolle ist eben, dass ich dann überhaupt nichts programmieren muss. Ich löte mir einfach nur meine Kabel zusammen und bin dann bereit, das Ganze zu verwenden. Um euch das jetzt mal zu zeigen, ich habe das im Vorfeld schon eruiert, welche Pins wohin gehören.
Dazu habe ich mir hier so ein Set einfacher Single Pins besorgt, mit denen ich das erstmal testen kann. Ich mache jetzt hier einmal ein Demo für euch, wie das dann nachher aussieht in Windows, wie das Board erkannt wird und wie einfach das ist, dort eben seine Custom-Knöpfe anzuschließen. So, ich habe jetzt hier also das Buttonboard. Ich habe das jetzt schon mal das USB-Kabel in den Computer eingesteckt und ich zeige euch jetzt erstmal den Anschluss von den Standardknöpfen, die mitgeliefert werden. Die sind hier mit so einem 3-Pin-Kabel. Das 3-Pin-Kabel für diese einfachen Druckknöpfe kommt dann hier in einen beliebigen Slot hinein. Je nachdem, welchen Slot ihr wählt, je nachdem wird dann eben die entsprechende Taste aktiviert, wenn ihr den Knopf drückt. Wenn ich das Ganze jetzt mit dem USB und damit mit dem Strom verbinde, dann seht ihr schon, es leuchtet hier ein Lämpchen, ein kleines rotes Lämpchen. Das Board ist also an. Ihr erkennt es natürlich auch daran, dass der Knopf jetzt eben entsprechend beleuchtet ist. Und wenn wir das Ganze uns jetzt einmal im System anschauen, dann können wir eben dort auch erkennen, dass wir ein neues Gerät verbunden haben. Und das schauen wir uns jetzt hier eben einmal an. Das heißt, ich werde jetzt einmal auf den Monitor schwenken, auf den PC-Monitor. Und dort seht ihr dann das angeschlossene Gerät. So, hier in Windows können wir jetzt unter Bluetooth und andere Geräte eben dieses Gerät erkennen. Unsere Arcade Button Box, die wird als Generic USB Joystick erkannt. Wenn wir jetzt einmal schauen wollen, was sind denn da für Knopfbelegungen möglich, dann können wir das, indem wir eben die entsprechende Game Controller Seite aufrufen. Das findet ihr hier im Windows Startmenü. USB Game Controller einrichten kennt ihr sicherlich. Habe ich auch in dem einen oder anderen Video zum Thema Lenkrad, also dem Cube Controls Lenkrad, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Hier taucht auch unser Buttonboard auf, unser Generic USB Joystick. Und wir sehen die Knöpfe, die eben hier möglich sind. Wir haben jetzt hier unseren Joystick, den habe ich nicht angeschlossen. Ich habe ja lediglich einen Knopf angeschlossen. Ich halte den hier mal nochmal so leicht ins Bild. Hier sieht man auch, dass der eben entsprechend leuchtet. Und wenn ich den jetzt drücke, achtet mal auf die Knopfbelegung im Hintergrund, dann aktiviert sich dort eben Pin Nummer 1 oder Knopf Nummer 1. Und wie gesagt, das ist halt alles ja ziemlich schwammig vom Gefühl her. Und das ändern wir jetzt, indem wir hier eben andere Knöpfe verbinden. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt am Beispiel eines der Knöpfe, die ich mir eben besorgt habe, die auch beleuchtet sind, die aber eben ein deutlich besseres Feedback haben, einen besseren Klick- und Druckpunkt, und zeige euch jetzt, wie ihr sowohl den Druckknopf verbinden könnt, als auch diesen Rotationsregler. So, hier also jetzt nochmal, wie gesagt, das Buttonboard, und ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr das schafft, dass ihr diesen Knopf, also diesen Aftermarket-Knopf, der nicht zu diesem Board gehört, die könnt ihr separat bestellen. Das heißt, ihr sucht euch irgendwelche Knöpfe aus, die euch gefallen. In meinem Fall eben einen Beleuchteter mit einem schönen Druckpunkt. Und könnt ihr dann adaptieren hier auf euer Board und braucht keine Programmierkenntnisse oder sonst irgendwas. Was ich jetzt hier zum Test einmal gemacht habe, ich habe hier hinten an dem Knopf die Pin-Belegung eben mal provisorisch jetzt angeschlossen, um euch das mal demonstrieren und zeigen zu können. Der nächste Schritt ist dann, dass ich das eben alles verlöte. Bei den Originalknöpfen sind ja hier diese wunderbaren Kabel mit dabei, mit dem Anschlusskopf. Das heißt, ich werde die hier abzwicken, sodass ich eben den... Moment, das muss ich einmal scharf bekommen. Beziehungsweise die Kamera muss es scharf bekommen. Dass ich diesen Anschlusskopf hier, dass ich den abzwicke und habe dann eben hier lose Kabel, kann die losen Kabel mit meinem Knopf verbinden. Kamera will es nicht scharf stellen. Wahnsinn. So, dass ich also hier irgendwo trenne und dann habe ich die Verbindung zu meinem Buttonboard mit dem schönen fertigen Stecker und habe dann hier die losen Kabel, die ich mir dann eben zurechtlöte, um das Ganze hier mit diesem Aftermarket-Knopf verbinden zu können. Wie gesagt, was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier die Pin-Belegung eben entsprechend mal provisorisch hergestellt. Das heißt, wir haben hier zwei Pluspole bzw. zwei Plus-Anschlüsse auf diesem Knopf. Das ist hier auf dem Knopf selber markiert. Das ist leider so winzig geschrieben, das werde ich jetzt über die Kamera nur sehr schwer einfangen können. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich erkennen kann. Hier auf dem Knopf sind auf jeden Fall so kleine
Hinweistexte, was welcher Anschluss macht. Die beiden Anschlüsse hier, die ich jetzt mit dem roten Kabel verbunden habe, die sind, wie das die Farbe des Kabels schon vermuten lässt, eben Plus-Anschlüsse. Dann habe ich mir hier so einen kleinen Abzweig gemacht, den ich dann mit meinem Buttonboard provisorisch verbinden kann. Der braune Anschluss hier hinten, der ist für das Command-Signal. Das bedeutet also, wenn hier ein Impuls gegeben wird über den Knopf, geht der Impuls an das Board und dann weiß das Board, jetzt ist der Knopf gedrückt, jetzt ist der Knopf gedrückt. Das heißt, dieses Impulssignal geht hier über diesen braunen Anschluss und dann haben wir hier außen nochmal einen Anschluss, der ist eben für Minus. Und was ich jetzt mache, ich habe mir eben die Belegung rausgemessen, hier beziehungsweise auf der Rückseite steht es auch drauf, was ist Plus, was ist Minus. Wenn wir drei Anschlüsse haben, wir wissen, eins ist Plus, eins ist Minus, dann ist das Ausschlussprinzip, der dritte Anschluss ist das Command, ganz einfach. Pin 1, das heißt der Pin, der jetzt, ich nehme das mal ein bisschen noch mal näher an die Kamera, hoffe, dass sie es scharf bekommt. Ja, hat sie gemacht. Der Pin hier oben, der am nächsten zum USB-Port ist, ist unser Plus. Der nächste Pin, also der mittlere Pin, ist unser Command-Pin und der äußerste Pin ist unser Minus-Pin. Das bedeutet, ich verbinde jetzt mein schwarzes Kabel mit dem Minus, das braune Kabel mit dem Pin in der Mitte, das ist ja unser Command, und das äußerste Kabel verbinde ich mit unserem Plus. Das habe ich jetzt gemacht. Die drei sind jetzt hier provisorisch eben in meinem Board mit drin. Ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen näher für euch zu bekommen, dass ihr das besser sehen könnt. Die drei sind jetzt also hier entsprechend in dem ersten Anschluss mit drin. Und was ich jetzt mache, ich verbinde sozusagen diese Anschlüsse auch hier an meinem Knopf. Wie gesagt, jetzt nur provisorisch. Das ist auch ein bisschen jetzt wackelig in Sachen, ob es funktioniert oder nicht. Das sehen wir dann aber gleich, wenn der Knopf beleuchtet wird. Ich versuche es nochmal ein bisschen zu drehen, sodass wir hier drüben vielleicht erkennen können, je nachdem wie gut die Belichtung jetzt ist, dass der Knopf eben leuchtet. Ich verbinde jetzt mein USB-Kabel wieder mit dem Board. Wir sehen, das Board geht wieder an und wir sehen auch, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich sehe es auf jeden Fall, dass der Knopf leuchtet. Das versuche ich nicht zu sehr zu bewegen, weil die Kabel ja relativ fragil sind. Und wenn ich jetzt eben nochmal auf die Einstellungen im Windows wechsle, sehen wir, dass eben auch der Knopf funktioniert. Moment, ich baue einmal die Kamera um. So, jetzt sind wir hier wieder zurück auf der Windows-Oberfläche. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie das eben funktioniert. Ich drücke jetzt den neuen Aftermarket-Knopf. Wir sehen, das aktiviert hier wunderbar die Nummer 1. Ich versuche das jetzt mal für euch noch ins Bild zu holen. Ihr seht also jetzt auch, der Knopf leuchtet. Wie gesagt, eine ganz fragile Konstruktion ist das jetzt. Ich drücke den Knopf, achtet auf die Nummer 1. Die aktiviert sich wunderbar. Was ich eben, glaube ich, falsch beschrieben habe, ist die Belegung der Anschlüsse hier. Also wenn ihr das euch eben auch bauen wollt oder kaufen wollt, ich verlinke die Artikel in der Videobeschreibung. Dann bitte darauf achten, ich habe das vorher falsch in der falschen Reihenfolge beschrieben. Plus ist der Pol oder der Pin ganz außen. Der mittlere Pin ist der Command-Pin, das ist richtig und das bleibt auch so. Und der Pin, der nach innen zeigt oder in Richtung USB-Anschluss oder zur Mitte des Boards, das ist der Minus-Pin. Das ist wichtig, dass ihr das beachtet. Ansonsten, wie gesagt, die Knöpfe auch in der Videobeschreibung zu finden. Ihr könnt auch andere Knöpfe nehmen, allerdings müsst ihr dann eben die Pin-Belegungen selber herausfinden. Und das war jetzt eben das Beispiel für die Pin-Belegung bei diesen Momentary-Switches, also bei den Druck-Switches. Und jetzt zeige ich euch noch einmal die etwas kompliziertere Belegung von dem Rotations-Switch. So, jetzt habt ihr also gesehen, wie ihr diese einfachen Momentary-Switches eben mit eurem Arcade-Board verbinden könnt. Ich habe zusätzlich ja auch vorgesehen, hier zwei Rotary-Encoder einzusetzen, sprich also Knöpfe, die ich nach links und rechts frei drehen kann. Und dafür habe ich mich eben für diese Rotary-Encoder hier entschieden. Sie sind ganz einfach aufgebaut und bekommen dann eben oben als Kappe hier so einen Plastikknopf, ist sehr schön verarbeitet, haben auch so einen leichten Klickpunkt, das heißt ein ganz angenehmes Feedback.
Und hier haben wir jetzt eben auch wieder eine entsprechende Belegung. Wir haben hier CLK, DT, SV, Plus und Ground. Und die müssen wir jetzt eben entsprechend verbinden. Und zwar verbinden hier mit unserem Joystick oder mit unserem Joystick-Anschluss. Und da ist das so, da der Joystick ja relativ viele Wege unterstützt, also sprich rechts, links, hoch, runter, werde ich so machen, dass ich die Hoch-Runter-Belegung an einen von diesen Rotary Encoders anbinden werde und die Rechts-Links-Bewegung an einen anderen. So habe ich sozusagen einen Anschluss, den ich für zwei Knöpfe verwenden kann. Und um euch das zu zeigen, verwende ich eben auch wieder hier diese einfachen Verbindungskabel. Das lässt sich so am leichtesten demonstrieren. Und verbinde jetzt eben die entsprechenden Pins miteinander. Ich nehme also hier das braune Kabel für, ich nehme das schwarze Kabel für unseren Ground Pin. Der befindet sich hier ganz unten. Und dieser Ground Pin, den verbinde ich eben entsprechend auch mit dem Ground Pin auf dem Buttonboard. Und da ist das so, da ist das auf der Rückseite auch nochmal beschrieben, welcher Pin was ist. Jetzt die Kamera scharf bekommen. Ich hoffe, man kann das lesen. Da ist hier innen beschrieben, für was welcher Pin ist. Der Ground Pin ist sozusagen der ganz außen oder beziehungsweise jetzt von meinem Blickwinkel gesehen der ganz außen. Ihr seht das jetzt hier. Das ist der Ground Pin. Den verbinde ich jetzt. Dann brauche ich sozusagen, weil ich ja belegen möchte, rechts, links, hoch, runter. Für die Bewegung runter ist auf dem Buttonboard hier der Anschluss AD. Ich hoffe, man kann das sehen. AD und AU. Also AD ist Axis Down, AU ist Axis Up. Und dann gibt es AR für Axis Right und AL für Axis Left. Und wie gesagt, die beiden unteren sind jetzt Down und Up. Und die muss ich eben verbinden mit meinem Encoder. Und zwar ist das dann auf dem Encoder wiederum AD verbinde ich mit CLK und AU mit DT. AU und AD verbinde ich mit, wo bin ich? Stell es scharf, genau, mit CLK und mit DT. Ich blende auch nochmal die Belegung ein. Wie gesagt, wenn ihr die gleichen Knöpfe bestellt, könnt ihr das eben 1:1 so nachbauen. Ich verbinde das jetzt alles mal, blende wie gesagt auch nochmal die Belegung ein. Das mache ich auch für diese Momentary Switches. Dann habt ihr es einfacher. Ich habe mir das auch wegdokumentiert. Dann ist das viel verständlicher, als wenn ich das jetzt hier in 1000 Worten dreimal falsch erkläre. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Deswegen, ich kabel das jetzt hier zusammen. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, ihr seht, ich habe das jetzt schon mal verkabelt. Das Board ist auch schon angeschlossen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier einmal Minus verbunden und ich habe einmal CLK und DT verbunden. CLK und DT habe ich auf dem Board mit Axis Down und Axis Up verbunden. Das bedeutet, dieser Rotary Encoder wird jetzt eben die Achse hoch und die Achse runter von dem Joystick simulieren. Dieser Rotary Encoder hat sogar noch eine Switch-Funktion, das heißt, wenn ihr ihn drückt, würde er auch nochmal ein Signal senden. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, hier auch nochmal diesen Switch und den Plus an einen so einen normalen Anschluss belegen, dann hättet ihr hier auch noch eine Druckfunktion. Das bedeutet, ihr hättet zusätzlich zu dem rechts-links, was ihr ja über den Rotary Encoder habt, auch noch eine Druckfunktion, wenn ihr das denn haben möchtet. Ich werde das in meinem Fall nicht nutzen, aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht. Ich habe das jetzt alles verkabelt und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal in Windows an. So, hier jetzt also wie gesagt das Board mit dem Rotary Encoder. Ich nehme den jetzt mal in die Hand, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Wenn wir jetzt auf die Joystick-Achse hier drüben achten, ich kann jetzt eben
mit einem Dreh nach, also im Uhrzeigersinn, die Joystick-Achse nach unten auslösen und mit einem Dreh gegen den Uhrzeigersinn die Joystick-Achse nach oben auslösen. Und so werde ich jetzt beide Rotary Encoder hier an diesen Joystick verbinden und kann dann so eben einmal bestimmen, habe ich jetzt eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung, eine Links- oder Rechtsbewegung und kann das dann nachher später eben binden auf irgendwelche Commands wie zum Beispiel ABS oder Brake Balance Verstellung. Das, wie gesagt, jetzt mal der erste kurze Überblick. Es wird noch ein zweites Video geben, wo ich euch dann zeige, wie das Lötergebnis ist. Ich werde das jetzt alles eben entsprechend verlöten und vorbereiten und dann auch in ein entsprechendes Gehäuse montieren, wo ich dann die Knöpfe unterbringe. Vielleicht gibt es auch noch ein drittes Video. Ich muss mal gucken, wie gut ich da vorankomme. Jetzt am Ende gibt es noch ein paar Informationen zu den Zubehörteilen bzw. zu den einzelnen Komponenten. So, wie gesagt, jetzt noch eine kurze Zusammenfassung. Alle die Teile, die ich jetzt hier verwendet habe, packe ich euch, wie gesagt, unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr also diese Knöpfe und auch die Rotary Switches verwenden wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr einfach die gleichen Artikel kauft. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch andere Knöpfe und andere Rotary Switches kaufen. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Das Schöne an so einem vorkonfigurierten Board ist eben, dass ihr euch diesen Programmieraufwand spart und auch nicht euch da groß einarbeiten müsst. Das ist einfache Elektronik. Ihr verbindet einfach die richtigen Pins mit den Pins auf eurem Board und habt dann eben einen individuellen Knopf, der funktioniert, so wie ihr euch das eben vorstellt. Bei diesem Rotary Encoder, wie gesagt, man könnte den theoretisch auch mit einem normalen Knopf verbinden. Allerdings muss man dann eben immer zwei Knöpfe für einen Rotary Encoder opfern, in Anführungszeichen, da ihr ja dann für die Bewegung nach links einen Anschluss braucht und für die Bewegung nach rechts. Der Vorteil von diesem Joystick-Knopf oder Anschluss ist eben der, dass wir hier eben schon vier Achsen haben. Diese Axis Down, Axis Up, Axis Right und Axis Left. Und an jede dieser Hochachsen, also sozusagen hoch, runter und rechts, links, können wir eben wunderbar einen Rotary-Switch ranpacken. Das ist einfach klasse und genau das Richtige, für meinen Use Case zumindest. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll und hilfreich, wenn ihr euch solche, ich nenne es jetzt mal Patchkabel, es sind keine Patchkabel, es sind einfache Pinkabel, wenn ihr euch da ein paar davon besorgt, packe ich auch, wie gesagt, in die Videobeschreibung, dann könnt ihr solche Setups relativ einfach testen, müsst nicht lange rumlöten oder irgendwelche anderen Klimmzüge machen, um einfach mal so ein paar Trockentests zu fahren. Und so ist es eben möglich, relativ schnell und unkompliziert herauszufinden, wie müsst ihr euer Buttonboard verkabeln. Wenn das geschehen ist, ist eben jetzt der nächste Schritt, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde die Kabel eben alle sauber verlöten, verwende dazu eben diese Originalkabel dort, wo ich kann. Für den Joystick werde ich auch das Originalkabel verwenden, aber eben entsprechend anpassen. Und im nächsten Video zeige ich euch dann das Ergebnis des Verlötens und im Idealfall habe ich dann auch schon ein entsprechendes Gehäuse fertig, in dem ich die Knöpfe untergebracht habe und praktisch die komplette Buttonbox vorstellen kann. Ich hoffe, das war für euch hilfreich und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit und bis dann. Ciao!